Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Disco Elysium. So, wir haben ja in der letzten Folge endlich mal diese Leiche begutachtet. Also wir haben sie noch nicht komplett begutachtet. Ich wollte noch die Augen zusammenkneifen. Ich kneife die Augen zusammen und gehe einen Schritt zurück. Als du deine Augen zusammenkneifst, verschwimmt das Monster vor dir zu einer brutalen Mischung aus Grün und Pink. Visuelles Kalkül. Das ist ein Trick. Du hast das... Was? Das hast du schon einmal gemacht. Das Pinke ist der Bereich, an dem sich das Blut in den ersten Stunden nach dem Tod gesammelt hat. Damit kannst du feststellen, ob etwas an der Leiche manipuliert wurde. Entspricht seine Lage zum Zeitpunkt des Todes der Verfärbung? Du beobachtest. Ach, hier sind... Ja, hier ist ein bisschen pink oder so. Nur die unteren Extremitäten sind pink, mit einem Klecks blau. Seine aufgedickten Hände, die Oberschenkel und der Hals direkt über der Schlinge. Der Rest der Leiche erscheint in der kalten Frühlingsluft dunkelgrün. Sein Gesicht und seine Hände sind pink, die Oberschenkel auch. Ich sehe es. Er rückt seine Brille zurecht. Auch sein Hals. Der Leichenfleck zieht sich bis zu seinem Kinn. Wir haben hier eine ordentlich kräftig ausgeprägte Verfärbung. Du entspannst deine Augen. Das Monster wird wieder scharf. Eine Farbexplosion, durch die sich gemaserte Adern ziehen. Der Bauch scheint mit etwas schwanger zu sein. Eine schwarze Flüssigkeit strömt seinem Oberschenkel hinunter auf seinen Stiefel. Also, was halten Sie davon? Ich glaube, dass er tot ist. Oh, gut erkannt, Sherlock. Ich glaube, dass er nach dem Tod in aufrechter Lage war. Seine Hände, Füße und der Hals sind verfärbt. Du bedeckst deine Nase. Da kommt etwas aus ihm heraus. Eine Lache aus Blut und Fäkalen hat sich in den gefrorenen Schlamm unter den Füßen des Mannes gefressen. Verflüssigtes Gewebe tropft hinein, ein Tropfen nach dem anderen. Das Opfer scheint zum Zeitpunkt des Todes nicht mehr als ein halbes Kilo Mageninhalt gehabt zu haben. Also er hat scheinbar Tage davor nicht viel gegessen oder so. Oder er war kurz vorher scheißen. Das kann auch sein. Scheiße, was sagt der da? Die Schwuchteln reden über Scheiße. nee, das machen wir nicht. Vielleicht ist er kurz vor seinem Tod auf die Toilette gegangen. Oh. Kann sein. Eigentlich will er nicht zu lange darüber nachdenken. Ich glaube, dass er nach dem Tod in aufrechter Lage war. Seine Hände, Füße und der Hals sind verfärbt. Das meine ich auch. Er zeigt auf den Gurt. Vor allem am Hals. Der Gurt hat als das Tourniquet fungiert und das Blut in seinem Kopf gestaut. Die Hypostase weist ebenfalls auf ein Erhängen hin. Oh, pardon. Du hättest die Hypostasemale am Hals trotzdem gerne ein bisschen deutlicher. Aus irgendeinem Grund möchte mein Gehirn das Pink ein bisschen deutlich haben, vor allem am Hals. Vielleicht sieht es nur für sie schwach ausgeprägt aus. Er lehnt sich näher, wobei er sich die Nase zuhält. Doch, die könnten schon deutlicher sein. Dement Note. Was auch immer. Könnte es trotzdem sein, dass er nach dem Tod bewegt wurde? Die Möglichkeit besteht immer. Wir sollten seinen Hals auf Strangulationsmarken untersuchen, um zu sehen, ob sie zum Gurt passen. Dafür müssen wir ihn aber erstmal runterholen. Er ist übel zugerichtet. Sehen Sie Prellung? Die sehe ich. Die meisten wurden im Postmortal zugefügt. Vielleicht sogar alle. Diese jugendlichen Straftäter hier haben uns mit ihren kleinen Vergnügen die Arbeit erschwert. Hör auf, in Rätseln zu sprechen, Schlitzauge! Er meint, dass du ihn verfickt fertig gemacht hast, Kuno, schreit das Mädchen. Hast ihn voll brutal fertig gemacht. Ja, ich glaube, dass er tot ist. Da stimme ich zu. Seine Persönlichkeit ist nicht mehr Teil dieser Welt. Oh. Absolut tot.
Mimo, Ma, Mause, tot. Nein, du solltest das besser nicht sagen. Zu bedeutungsschwer. Wie du meinst, der Leichnam sieht gedankenverloren an dir vorbei. Schwarze Verwesungswürdigkeit tropft von seinem Knie auf seinen Stiefel. Du weichst zurück und schnappst so. Hier ist die Luft nicht ganz so schlimm. Okay, das hier ist unwahrscheinlich. Das war eine weiße Würfelprobe, die können wir jederzeit wiederholen. Das heißt, die hat auch wahrscheinlich keine weitreichenden Folgen, wenn man so verkackt. Ich probier's mal. No. Die Lippen der Leiche sind unerhört geschwollen. Sie sind außerdem stumm. Du hast keine Ahnung, warum du das gerade gesagt hast. Wer ist er? Er ist männlich, zwischen 40 und 50, athletisch gebaut. So, und wie bekommen wir ihn darunter? Er hält inne, um nachzudenken und geht dann seine Notizen durch. Sind Sie sicher, dass wir die Voruntersuchung ja gleich abgeschlossen haben? Es könnte sein, dass wir etwas übersehen, sobald der Tote unten ist. Ich habe ihn eigentlich komplett abgesucht, also... Ich weiß nicht, was wir noch bräuchten. Wir haben hier gründlich gearbeitet. Haben Sie einen Plan, wie wir ihn da runterbekommen? Auftrag abgeschlossen. Untersuche die Leiche des Opfers. Neuer Fertigkeitspunkt. Nice. Stufe aufgestiegen. Der steil verstärkte Gurt stellt eine ganz besondere Herausforderung dar. Ich habe einen Bolzenschneider mitgebracht, aber ich kann keinen guten Ansatz zum Schneiden erkennen. Ja, man müsste hochklettern wahrscheinlich. Er findet eigentlich nicht, dass die Herausforderung ganz besonders ist. Für ihn ist sie frustrierend, lästig und schwieriger, als er gedacht hätte. Die Leiche hängt gut 1,20 Meter in der Luft. Keiner von uns beiden kann den Gurt ohne Hilfe erreichen. Und selbst wenn wir drankommen, müssen wir noch das Material durchschneiden, das immerhin für Luftschifffrachten ausgelegt ist. Ja gut, aber wir kommen ja so oder so nicht da hoch, ne? Man könnte vom Dach versuchen. Vielleicht. Ja, runterschießen. Kann das nicht jemand anders machen? Jemand anders? Er macht eine Pause. Meinen Sie vielleicht die Polizei? Ja, genau, rufen Sie. Nein, da haben sie auch wieder recht. Leider, die gesamte BMR befindet sich momentan im Einsatz und macht das gleiche wie wir. Haben wir es vielleicht eilig, den anderen zu helfen? Nicht solange wir hiermit zu tun haben, er hält sich die Nase zu. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber eines kann ich Ihnen versichern. Uns kommt niemand zur Hilfe und wir haben hier ein fortschreitendes Hygieneproblem. Wir müssen ihn herunterbekommen. Vielleicht können wir den Ast absägen. Da wollen sie hochklettern und den Ast absägen? Na gut, könnte gefährlich sein. Da muss es einen weniger riskanten Weg geben, mit weniger vom Baum fallen. Runterschießen wird auch nicht funktionieren. Vor allem bei so einem verstärkten Gurt könnte es auch nicht... Guck mal, wenn wir ihn lange genug auf den Kopf schießen, platzt der Kopf irgendwann weg und runter rutscht er einfach runter. Nein, machen wir natürlich auch nicht. Vielleicht können wir im Hafen Hilfe auftreiben. Das wollte ich wirklich vermeiden. Die Gewerkschaftler sind allem Anschein nach Verdächtige in diesem Fall. Das schreit mir nach einem gefährlichen Weg. Naja. Mir wäre es sehr viel lieber, wenn es einen anderen Weg gäbe. Diese Leute haben möglicherweise ganz eigene Absichten. Ja, stimmt. Einen Moment, überlegen wir uns doch noch einmal. Was denn für andere Möglichkeiten? Die Leiche dreht sich am Gurt wie ein Hähnchen am Spieß. Wir gehen die Ideen aus. Schauen wir uns nochmal um. Der Lieutenant versinkt in Gedanken. Was investiert der Fähigkeitspunkt in den Leben, um diese weiße Probe zu entsperren? Okay. Okay, gucken wir mal. Sind hier keine Leiter oder so? Das hatten wir ja auch schon mal, aber wir können es nicht aufspielen. Oder müssen wir dafür...
Okay, geht das jetzt? Mal gucken. Nee, halt. Also ich müsste erst in Wahrnehmung rein was investieren. Ja, wir können ja mal gucken, was haben wir denn hier? Wo ist denn Wahrnehmung eigentlich? Hier ist Wahrnehmung, da haben wir sogar 4 Punkte. Wir haben ja Motorik eigentlich auch einen guten Wert, ne? Mal visuelles Kalkül, es läuft ja eigentlich soweit ganz gut. Das sind ja alle eher alles starke Fähigkeiten, die wir haben. Ich könnte mal hier tatsächlich was machen. Fertig zielen, schießen. Wahrnehmung wäre tatsächlich eigentlich eine ganz sinnvolle Sache. Reaktionsvermögen. Gewandtheit. Schleiche ihn direkt vor der Nase herum. Verblüffe mit ungeheurem Elan. Mechanik, meistere Maschinen, knacke Schlösser und leere Taschen. Beherrschung, richte deinen Rücken auf und behalte deinen Pokerface. Ich meine, die können. Wobei, der ist ja auch auf Stufe 5 hier. Wir könnten auf Wahrnehmung tatsächlich mal nochmal einen Punkt investieren, ne? Können wir hier auch einen Punkt investieren? Ja, okay. Oh, das passt so. Und jetzt gucken, ob wir hier nochmal was machen können. Ja, weil hinter den Eternitplatten eine geheime Tür verborgen ist. Deshalb wirken sie zu ordentlich. Du reißt die Platten ab. Da ist sie, eine schäbige kleine Tür. Haha, eine Tür. Nett, nett, nett. Da ist sie, eine schäbige kleine Tür. Was haben wir denn hier? Einen Werkzeugschuppen? Er wirft einen kurzen Blick hinein. Lassen Sie uns nachsehen. Natürlich. Oh, es lädt sogar noch mal extra. Da bin ich ja mal gespannt. Was haben wir denn hier? Eine leere Tube des Nahrungsergänzungsmittels Magnesolan. Ein Magnesiumsupplement, mit dem man seine Brust einreiben kann, um magnesiumreich das Leben zu genießen. Okay. Ein Schweinekopf? Ein gepögelter Schweinskopf. Sie sieht fast wie mumifiziert aus. Ist das hier? Auf dem Poster steht: Aus dem Weg oder du wirst weggeballert. Okay. Ein silberner Teller mit knochengelben Pulverresten. Elektrochemie, ganz ruhig, mein pochendes Herz. Es ist Amphetamin. Herrliches Amphetamin. Der Lieutenant betrachtet nicht das Pulver, er betrachtet dich im Spiegel. Warte, was? Wo ist denn dein Spiegel? Oh, Rhetorik ist Erfolge. Das ist eine gute Gelegenheit, unauffällig herauszufinden, wie er zu Drogenkonsum steht. Rein dienstlich, meine ich. Ich habe gehört, dass Amphetamine einen zu einem richtig guten Detektiv machen sollen. Sind Sie ein richtig guter Detektiv? hier hat jemand Rauschgift genommen. Vielleicht sollte die Polizei einschreiten. Vielleicht auch nicht. Er sieht dich an. Solche Vergehen liegen unterhalb unserer Besoldungsgruppe, Detective. Allerdings, er zeigt auf die Leiter in der Ecke. Sehen Sie die Leiter da? Vermutlich gelangt man auch darüber in den Industriehafen, oder? Es muss sich um einen Geheimweg handeln, den die Kinder nutzen. Okay, aber ich sehe da keine Tür. Hier ist eine Leiter. Oder ist da eine Leiter? Achso. Wir können auch die Leiter mitnehmen und damit aufs Hausdach klettern. Was ist das hier? Oh, Geld. Nett. Mein Gott. Meine Besoldungsstufe wird immer besser. Okay, Amphetamin gibt's nicht. Hat er noch irgendwas zu sagen jetzt in diesem Raum? Yes. Nee, lass mal. Dann gehen wir mal nach oben. Im Tage findest du unter Karte alle weißen Würfelproben, aus denen du nicht erneut versuchen kannst. An denen du dich erneut versuchen kannst. Oh, nett. Oh, da hängt eine Jacke.
Oh. Auch nicht schlecht. Dieser Eingang wird bald einstürzen. Gleismäßige Pfeiler verhindern den Einschluss der Ruine. Oh, eine Postkarte. Grand Kuran 37. Oh. 21. Stürzt nicht ein. Ist kein Problem. Wir rennen mal. Und hier noch irgendwas. Diese Fässer sind halb voll mit Regenwasser. Okay. Da ist durch ein Keller aus Eingang. Ja, okay, wir müssen hier hoch. Kommt er da hoch? Ja, gute Sache. Ne? Nosapet plus 1 Gesundheit. Ne? Oh, jetzt sind wir tatsächlich hier oben. Cool. Und da liegt Geld. Weil, fast ein Real. Was liegt hier? Zigaretten oder was? Ein Real 20. Ich bin ja begeistert. Jetzt kann ich von hier noch irgendwo hin. Sind wir hier aus dem Hausdach, aber machen können wir trotzdem nichts. Polizeimantel. Warum hängt denn da ein Polizeimantel? Anscheinend hat jemand seinen Ölzeugmantel hier am Geländer hängen lassen. Ölzeugmantel. Und wenn der Wind mit dem Mantel spielt, kannst du definitiv ein weißes Rechteck auf dem Rücken erkennen. Heiliger Bimbam, das ist ein Polizeimantel. Ja, wahrscheinlich ist es ihrer. Schließlich ist darauf das BMR-Abzeichen zu sehen und es wäre auch nicht das erste, was sie verloren haben. Er schätzt ab, wie tief es nach unten geht. Und Durchbruch steht bevor. Ne? Der Sprung ist für sie sicher machbar. Sie wirken, als ob sie früher Leichtathletik gemacht hätten. Also meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe, ist eher schlecht. Also, das ist jetzt doch eher unwahrscheinlich. Du siehst dich um. Hier oben weht ein heftiger Wind. Der Lieutenant betrachtet den riesigen Kran, der in einiger Entfernung über das Containerdepot ragt. Ach, den hier. Wirklich groß. Diese Maschine ist ein Qualsund 1020 HK. Wen interessiert das jetzt, ob das ein 1020 HK ist? Na gut, wenn er sich schon dafür interessiert, dann glänze ich mal mit meiner absoluten Intelligenz. Das ist ein Qualsund 1020 HK. Ach ja? Er sieht sich erstaunt an. Qualsund produziert viele Schwermaschinen, aber selbst dafür ist er phänomenal. Aber ich schweife vom Thema ab. Wir wollten uns hier auf ihren Mantel konzentrieren. Er betrachtet das traurige Stück Stoff, das im Wind flattert. Vielleicht ist da unsere Waffe drin, wobei eher unwahrscheinlich. Glauben Sie wirklich, dass das mein Mantel ist? Sollte ich ihn mir holen? Mit einem Sprung? Der Mantel? Ich bin sicher, dass das ihrer ist, ja. Aber ob sie sich ihn holen sollen? Er sieht über dem Sims nach unten, wo der kalte Fußboden wartet. Naja, es scheint nicht allzu gefährlich zu sein. Maximal 2 Meter. Wenn sie bereit sind, komme ich ihnen hinterher. Der Mantel sieht aus wie eine Geschenktüte, die im Wind flattert. Wer weiß, was sich in seinem Taschen verbergen mag. Ach, dann probieren wir es einfach mal. Oh, verkackt. Oh, das wird schlecht. Okay, heiliger Bim-Bim-Bim-Bim-Bim. Heiliger Bim-Bam, das ist hoch. Nicht allzu gefährlich. Der Lieutenant muss irre sein, so was zu sagen. Du würdest mit Sicherheit sterben. Dir wird so schwindelig, dass du fast über den Sims fällst. Moral kritisch, heil dich sofort. Oha. Ich habe einen Moral verloren.
Verzweiflung kriecht in dich hinein und labt sich an deiner Schwäche. Ganz gleich, welche edlen Absichten du als Polizist einst gehabt haben magst, sie frisst sie alle auf. Du bildest immerhin noch Sätze, als bewegst du dich noch eine Stufe oberhalb der völligen Vernichtung, oder? Er hat gerade ein mentales Problem. Aber wie dieses mentale Problem ausgeht, das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!